Freie Reaktionsenthalpie. Darüber möchte ich heute mal mit euch reden. Und zwar, die Grundfrage ist ja, unter welchen Bedingungen und wann laufen chemische Prozesse freiwillig ab? Wir haben ja schon eine ganz wichtige Größe kennengelernt, die uns sagt, ob physikalische und chemische Prozesse freiwillig ablaufen. Und das ist die sogenannte Entropie gewesen. Formelsymbol S. Wir hatten gesagt, ein freiwillig und spontan ablaufender Prozess vergrößert die Entropie in unserem abgeschlossenen System, was wir allgemeinhin so als Universum bezeichnen. Das heißt, wann immer wir einen spontan ablaufenden Prozess sehen, wissen wir, in diesem Moment nimmt die Entropie in unserem Universum zu. Und zwar absolut, die Gesamtentropie des Universums nimmt zu. So. Die Entropie selbst ist eine Zustandsgröße, das heißt, sie hängt nur vom aktuellen Zustand des Systems ab. Und der Vorteil der Entropie im Gegensatz zur Enthalpie oder zur inneren Energie ist, dass man ihren Nullpunkt festlegen kann. Der Nullpunkt der Entropie beträgt 0 Joule pro Kelvin. Die Entropie kann unter gar keinen Umständen negativ werden. Jetzt ist nur die Frage, wann hat eine Stoffportion, ich nehme jetzt irgendwie so eine Portion, keine Ahnung, Kohlenstoff oder was auch immer, wann hat diese Stoffportion eine Entropie von 0 Joule pro Kelvin? Unter welchen Bedingungen? Und das ist relativ einfach, das kann man zeigen, an dieser Stelle auch ohne Herleitung. Der Nullpunkt der Entropie wird erreicht am absoluten Nullpunkt, das heißt bei 0 Kelvin. Wenn dann die Temperatur steigt, steigt auch die Entropie. Das heißt, S nimmt in diese Richtung zu. So. Wenn wir dann zum Beispiel bei T gleich 298 Kelvin, also bei 25 Grad Celsius sind, haben wir auf jeden Fall eine Entropie größer als 0. Und die können wir angeben. Und typischerweise macht man es so, dass man die Entropie für eine Stoffportion angibt. Erstens unter Standardbedingungen. Das heißt, man macht es so wie bei der Enthalpie auch. Man ergänzt oben rechts im Formsymbol so eine kleine Null oder so einen durchgestrichenen Kreis. Und das heißt, wir geben die Entropie unter Standardbedingungen an. Dann normiert man die Entropie auf ein Mol. Das heißt, wir geben nicht die Entropie für ein Kilogramm an oder für 100 Gramm oder sonst was, sondern für ein Mol. So wie wir es bei der Enthalpie auch schon gemacht haben. Und genauso wie es bei der Enthalpie war, bekommt dann die Größe ein kleines M. Und dieses M steht für Molar. Das heißt, was man typischerweise findet in den Tabellenbüchern und Tabellenwerken ist, die molare Standard, und dann welche Größe gibt man an? Die Entropie. Das sind einfach tabellierte Zahlenwerte. Wenn man zum Beispiel nachschaut, die molare Standardentropie für Wasser im flüssigen Zustand beträgt plus 70. Ja, was ist das jetzt für eine Einheit? Die Entropie selbst hat ja die Einheit Joule pro Kelvin. Und jetzt beziehe ich diese Größe auch noch auf ein Mol der untersuchten Stoffportion. Das heißt, das sind Joule pro Mol mal Kelvin. Ja? Die molare Entropie hat als Einheit Joule pro Mol und Kelvin. Ganz wichtig ist, die Entropie hängt ganz stark am Aggregatzustand. Hier haben wir ja flüssiges Wasser uns angeschaut. Wenn wir dasselbe für gasförmiges Wasser unter Standardbedingungen nachschauen, kriegen wir plus 189 Joule pro Mol und Kelvin. Das heißt, die Entropie schwankt extrem stark mit den Aggregatzuständen. Das heißt, man muss immer nachschauen, dass man wirklich auch den richtigen Zahlenwert aus dem Tabellenbuch abliest. Genauso können wir das auch machen, zum Beispiel für Wasserstoff, gasförmig, plus 131 Joule pro Mol und Kelvin. Ja, ich schreibe jetzt die Vorzeichen immer mit dahin, aber wir wissen ja, die Entropie kann nicht negativ werden, also diesen Streifen nach hier unten, das gibt es nicht. Ja? Die Entropie beginnt bei 0 und kann nicht negativ werden, so wie die absolute Temperatur auch. Das heißt, man könnte das Vorzeichen an dieser Stelle natürlich auch einfach weglassen. Und wir nehmen nochmal eine dazu, die von Sauerstoff, auch gasförmig, die beträgt plus 205 Joule pro
Mikromol und Kelvin. Ja? Und wir sehen, wenn wir bei Stoffen vom flüssigen zum gasförmigen Aggregatzustand übergehen, erhöht sich typischerweise die Entropie. Genau dasselbe passiert auch, wenn wir vom festen zum flüssigen Aggregatzustand wechseln. So, und mit Hilfe dieser tabellierten molaren Standardentropien können wir jetzt für jede chemische Reaktion die Entropie mal ausrechnen. Wir machen mal ein Beispiel. Wir nehmen mal die Reaktion Knallgas reagiert zu Wasser. Das heißt, wir nehmen H2 gasförmig und O2 gasförmig. Und die beiden reagieren zu Wasser. Und wir lassen das Wasser jetzt mal nicht kondensieren. Wir lassen es auch gasförmig. Wir müssen das Reaktionszeichen noch ausgleichen. Also machen wir es mal so, 2 hier vor und 2 hier vor. Und wenn wir jetzt die Entropieänderung für diesen Prozess ausrechnen wollen, brauchen wir uns ja nur zu überlegen, wie groß ist die Entropie nach der Reaktion. Das heißt, die Entropie der Produkte. Und wie groß ist die Entropie vor der Reaktion? Das heißt, Entropie der Edukte. Das heißt, in diesem Fall rechnen wir einfach Entropie Produkte minus Entropie Edukte. Und das gibt uns dann entsprechend die Reaktionsentropie. Ja, das heißt, das R, was man da ergänzt, das steht für Reaktion. Ihr seht also dieses Kürzel, wie sich diese Kürzel zusammensetzen, ist bei der Reaktionsentropie und der Reaktionsenthalpie und so weiter immer gleich. So, das heißt für diesen Fall, rechnen wir es mal aus, Delta R S, das sind ja molare Entropien, also kommt auch hier die molare Reaktionsentropie raus und das Ganze unter Standardbedingungen ist also. Wir dürfen die stöchiometrischen Faktoren nicht vergessen, das heißt hier steht 2 mal die molare Standardentropie von gasförmigem Wasser. Zahlenwert hatten wir hier oben. 189 Joule pro Mol mal Kelvin. Jetzt haben wir die Produkte minus die Edukte. Edukte sind Wasserstoff und Sauerstoff, das heißt 2 mal die molare Entropie vom Wasserstoff hier. Plus 131 Joule pro Mol und Kelvin plus Sauerstoff kommt nur einmal vor, 205 Joule pro Mol und Kelvin. Wenn wir das ausrechnen, kriegen wir minus 89 Joule pro Mol und Kelvin. Das heißt, dieses Minuszeichen sagt uns ja, dass die Reaktionsentropie kleiner als 0 ist. Das heißt, die Entropie nimmt in diesem Fall ab. So, das heißt, bei dieser Knallgasreaktion nimmt die Entropie ab. Ne? Delta S minus 89 Joule pro Mol und Kelvin. So, warum ist das ein Problem für uns? Das Problem ist deswegen da, weil wir experimentell ja feststellen, diese Reaktion, oder besser gesagt, diese Reaktion, die Knallgasreaktion, die läuft absolut freiwillig ab. Läuft spontan ab. Und das passt jetzt ja irgendwie nicht zusammen. Ne? Die Entropie nimmt ab und gleichzeitig läuft die Reaktion aber spontan ab. Das passt ja überhaupt nicht zum zweiten Hauptsatz. Ne? Beim zweiten Hauptsatz hatten wir gesagt, ein Prozess läuft dann spontan ab, wenn die Entropieänderung größer als 0 ist. Was haben wir denn jetzt hier für einen Fehler gemacht? Wir haben einen Denkfehler gemacht und der steckt in diesem Begriff drin. Abgeschlossenes System. Die Bedingung Delta S größer 0 gilt für ein abgeschlossenes System. Und jetzt müssen wir uns fragen, laufen unsere chemischen Reaktionen eigentlich in einem abgeschlossenen System ab? Nein. Was wir uns anschauen, ist unser Reaktionsgefäß. In unserem Reaktionsgefäß läuft irgendeine Art von Reaktion ab. Aber unser Reaktionsgefäß ist ja nicht abgeschlossen. Das Reaktionsgefäß ist umgeben vom, ja von was? Von der Umgebung und damit von dem gesamten Rest des Universums. Das heißt, unser Reaktionsgefäß ist sozusagen wie so eingebettet in den ganzen Rest. Den ganzen Rest des Universums. Das heißt also, das hier ist unsere Umgebung und das hier ist unser Reaktionsgefäß. Und was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben die
Reaktionsentropie ausgerechnet. Das heißt, in diesem Fall hier unser Delta RS. Aber das gilt nur für diesen kleinen Bereich. Und die Bedingung dafür, dass ein Prozess spontan abläuft, ist, dass Delta S zunimmt. Aber das Delta S bezieht sich auf das gesamte abgeschlossene System. Und wir haben bisher nur unser kleines Reaktionsgefäß betrachtet, ohne zu schauen, was passiert eigentlich in der Umgebung. Jetzt ist die Frage, warum sollte in der Umgebung irgendetwas passieren? Naja, chemische Reaktionen sind exotherm oder endotherm. Das heißt also, chemische Reaktionen können Wärme an die Umgebung abgeben oder sie können Wärme aus der Umgebung aufnehmen. Und wir wissen ja schon, die Entropieänderung ist Q durch T oder kann man als Q durch T ausrechnen. Das heißt, wenn ein Wärmeaustausch zwischen Umgebung und System stattfindet, dann wird sich die Entropie in der Umgebung verändern, je nachdem, ob die Umgebung Wärme an das System abgibt oder aus dem System heraus Wärme aufnimmt. Das heißt, ganz wichtig, der zweite Hauptsatz betrachtet immer ein abgeschlossenes System. Unsere molaren Reaktionsenthalpien, die wir ausgerechnet haben, schauen sich aber nur das Reaktionsgefäß an und vernachlässigen die Umgebung. Das heißt, wir müssen jetzt irgendeine Möglichkeit finden, diese Entropieänderung, die hier in der Umgebung stattfindet, ja, ich nenne das mal Delta S der Umgebung, um diese Größe auszurechnen. Also, wir fangen einfach an beim zweiten Hauptsatz. Der zweite Hauptsatz sagt, Delta S größer als 0. Und dieses Delta S setzt sich jetzt im Fall unserer chemischen Reaktion ja aus zwei Größen zusammen. Zum einen aus unserer Reaktionsentropie, also das, was in unserem Reaktionsgefäß stattfindet, das ist das eine, und der Entropieänderung in der Umgebung. Delta S, ich nenne das mal UMG für Umgebung. Ja. Und die Summe aus den beiden, die muss größer als 0 sein. So, die Reaktionsentropie, die können wir ausrechnen. Wunderbar, weil wir haben einfach die tabellierten Entropiewerte, die schauen wir im Tabellenwerk nach, setzen ein, fertig. Das heißt, die Größe ist nicht so sehr das Problem. Das Problem ist eher diese Größe. Wie kommen wir an die Entropieänderung in der Umgebung? Und dazu müssen wir uns jetzt einfach klar machen, die Entropieänderung kommt ja deswegen zustande, weil Wärme an die Umgebung abgeführt wird. Oder weil Wärme aus der Umgebung aufgenommen wird. Auf jeden Fall, weil es einen Wärmeumsatz gibt. Und das Coole ist jetzt ja, diesen Wärmeumsatz, den kennen wir ja. Denn dieser Wärmeumsatz ist ja nichts anderes als die Reaktionsenthalpie, die wir schon mal ausgerechnet haben. Der Satz von Hess, die ganze Geschichte. Jetzt müssen wir uns nur Folgendes klar machen. Nehmen wir mal an, wir haben unsere Reaktion. Und in der die Reaktionsenthalpie beträgt irgendwie minus 100 Joule. Das heißt, in diesem Fall werden 100 Joule aus dem System an die Umgebung abgegeben. So, aus Sicht der Umgebung ist also der Wärmeumsatz plus 100 Joule. Ja? Bei der Berechnung der Reaktionsenthalpie sitzen wir immer mit im Reaktionsgefäß. Und wenn wir sehen, aha, aus dem System werden 100 Joule abgegeben, sieht die Umgebung entsprechend, aha, ich bekomme 100 Joule. Ja? Umgekehrt, wenn wir eine endotherme Reaktion haben und das Reaktionsgefäß spürt sozusagen, aha, da werden 100 Joule an mich abgeführt, sieht die Umgebung entsprechend einen Verlust von 100 Joule. Das heißt, wir können ganz allgemein sagen, der Wärmeumsatz, die Wärme, die die Umgebung aufnimmt, unser Q, das ist nichts anderes als minus die Reaktionsenthalpie. Und das ist gut, weil den Zahlenwert, den wissen wir, wie wir ihn ausrechnen. Ne? Satz von Hess und die ganze Geschichte. Das heißt, an der Stelle können wir jetzt einfach Folgendes schreiben. Delta RS plus, so und jetzt ersetzen wir einfach die Entropieänderung der Umgebung durch folgenden Ausdruck. Q durch Delta T, aber Q kennen wir. Q ist minus Delta RH. Und das soll größer als 0 sein. Ja? So, das Gute an diesem Ausdruck ist, wir wissen, bei welcher Temperatur wir arbeiten, also unsere Reaktion durchführen. Meistens arbeiten wir mit der Standardbedingung, das heißt, das T kennen wir. Die Reaktionsenthalpie können wir ausrechnen
Und das Delta RS können wir auch ausrechnen. Das heißt, wir können alle Größen, die auf dieser Seite dieser Ungleichung stehen, ausrechnen und dann entscheiden, läuft die Reaktion unter diesen Bedingungen ab. Jetzt machen wir noch ein bisschen Kosmetik, damit das schöner aussieht. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir versuchen mit diesem Bruch hier loszuwerden. Wie werden wir diesen Bruch los? Indem wir mit T multiplizieren. Das heißt, wir multiplizieren die ganze Gleichung mit T. Das ist ja eine Ungleichung, ne? Hier steht größer 0. Wenn man bei einer Ungleichung mit einem Ausdruck multipliziert, der größer als 0 ist, bleibt alles so. Wenn wir mit einem Ausdruck multiplizieren, der kleiner als 0 ist, dreht sich dieses Ungleichzeichen um. Das ist aber an dieser Stelle ja kein Problem, denn wir verwenden ja die absolute Temperaturskala und die ist immer größer als 0 oder größer gleich 0. Das heißt, in diesem Fall brauchen wir uns um das Ungleichzeichen keine Sorgen zu machen. Das heißt, wir multiplizieren einfach durch, dann sieht das folgendermaßen aus. Wir haben das Delta RS, das wird multipliziert mit T, da steht ja T mal Delta RS, und plus minus, das wird zum Minus. Das heißt, es steht minus Delta RH, ne, an der Stelle verschwindet das T, größer als 0. So, und jetzt machen wir noch einen zweiten Schritt, einfach nur für die Kosmetik. Wir multiplizieren mit minus 1. So, was passiert bei minus 1? Der Term hier hinten bekommt ein Minuszeichen, der bekommt ein positives Vorzeichen. Das heißt, wir können das so aufschreiben. Delta RH, ja, da steht jetzt ein Plus davor, vorher stand ein Minus davor. Minus, hier stand vor ein Plus, daraus wird ein Minus. T mal Reaktionsentropie, Delta RS. Und weil wir mit einem Faktor kleiner als 0 multiplizieren, dreht sich das Ungleichzeichen um. Ja, von größer als zu kleiner als 0. Und das ist jetzt unsere Bedingung. Das ist die Bedingung dafür, dass eine chemische Reaktion, die eben für sich genommen nicht in einem abgeschlossenen System abläuft, sondern in einem offenen Reaktionsgefäß, dass die insgesamt spontan und freiwillig abläuft. Das heißt, es reicht nicht nur aus, die Entropie zu betrachten, sondern man muss auch sich überlegen, wie viel Wärme führe ich an die Umgebung ab und wie groß ist die Entropieänderung in der Umgebung. Das steckt da drin. So, diese Größe, Delta RH minus T mal Delta RS, diese Größe fasst man zusammen zur sogenannten freien Reaktionsenthalpie. Freie Reaktionsenthalpie. Und die bekommt ein eigenes Formelsymbol. Und das sieht so aus: Delta R für Reaktion und jetzt den großen Buchstaben G. Ja. Das heißt, wir haben jetzt drei Größen und die dürfen wir auf gar keinen Fall durcheinander werfen. Wir haben zum einen die freie Reaktionsenthalpie, Delta G, wir haben die Reaktionsenthalpie, Delta H, und wir haben die Reaktionsentropie, Delta S. Ja. Und jetzt kann man ganz kurz und knapp die Bedingung für spontan ablaufende Prozesse definieren. Die lautet nämlich Delta RG kleiner als 0. Das heißt, wir müssen jetzt einfach für jede Reaktion bei gegebener Temperatur die Reaktionsenthalpie ausrechnen, die freie Reaktionsenthalpie ausrechnen, ganz wichtig, freie Reaktionsenthalpie ausrechnen und schauen, ist sie kleiner als 0? Wenn sie kleiner als 0 ist, läuft die Reaktion spontan ab. Wenn sie größer als 0 ist, läuft sie nicht spontan ab. Und wenn sie gleich 0 ist, haben wir das sogenannte chemische Gleichgewicht erreicht. Das heißt, es gibt drei Fälle, die rauskommen können. Es kann sein, dass bei der Rechnung rauskommt, Delta RG kleiner als 0. Das heißt, dann läuft ganz allgemein eine Reaktion A zu B ab, und zwar spontan. So. Diesen Fall, Delta RG kleiner als 0, den bezeichnet man als Exergon. Ja? So wie wenn die Reaktionsenthalpie kleiner als 0 ist, reden wir davon, eine Reaktion ist exotherm. Genauso überträgt man es auf die freie Reaktionsenthalpie. Wenn Delta RG kleiner als 0 ist, ist eine Reaktion exergon. Ja, und damit meinen wir eben, sie läuft spontan, in diesem Fall von den Edukten A zu den Produkten B ab. Jetzt gibt es den zweiten Fall. Unser Delta G ist größer als 0. Was das bedeutet ist, letzten Endes, die Reaktion läuft nicht von A nach B, sondern sie läuft umgekehrt. Von B nach A. Das heißt, die Reaktion A zu B, die wir vielleicht betrachtet haben, die läuft nicht mehr spontan ab.
Ja? Das heißt, wir haben keine spontane Reaktion von A nach B, sondern genau das Gegenteil, die Reaktion läuft von B nach A ab. So eine Reaktion nennt man Energon. Energon, ja? So wie exotherm für die Reaktionsenthalpie und endotherm bei der Reaktionsenthalpie reden wir jetzt über Hexagon und Endergon. Ja? Und was wir damit meinen ist, entweder Hexagon A zu B läuft spontan ab oder A zu B läuft eben nicht spontan ab. Dann nennen wir es Endergon. Und was wir damit meinen ist, dass eigentlich die Rückreaktion spontan abläuft. So, und jetzt gibt es noch einen dritten Fall, das was immer rauskommen kann, nämlich genau das in der Mitte. Der dritte Fall ist einfach, die Reaktionsenthalpie ist gleich 0. Und das bedeutet letzten Endes, beide Reaktionen, Hin- und Rückreaktionen, laufen gleichermaßen ab, sind sozusagen gleich bevorzugt. Und das nennen wir einfach das chemische Gleichgewicht. Ja, dann ist das chemische Gleichgewicht erreicht. Das heißt, das Gute an dieser oder das Interessante und Spannende an dieser Größe Delta Rg ist, dass wir hier direkt eine Verknüpfung zum chemischen Gleichgewicht haben und damit auch zum Beispiel direkt eine Möglichkeit haben, Gleichgewichtskonstanten auszurechnen. Okay, das heißt ganz wichtig für uns, wir müssen die freie Reaktionsenthalpie kennen, berechnen, um vorherzusagen, ob eine chemische Reaktion spontan abläuft oder nicht. Wir schauen uns jetzt nochmal die Definition der freien Reaktionsenthalpie genauer an. Wir haben ja gesagt, Delta Rg ist Delta Rh minus T mal Delta Rs. Ja? Und ein Prozess läuft eben spontan ab, wenn diese Differenz hier kleiner als 0 ist. Ich schreibe das jetzt einfach nochmal ein bisschen anders auf. Überall stehen Gleichheitszeichen. Wir verändern nichts mehr dran. Wir sortieren es nur ein bisschen um. Als erstes schreiben wir mal die beiden Ausdrücke ein bisschen andersrum auf. Das heißt, wir schreiben minus T mal Delta Rs plus Delta Rh. Ich drehe die einfach nur um. Das darf ich ja machen. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich vertausche die beiden. Hier steht ein Malzeichen dazwischen. Das heißt, ich darf die beiden auch vertauschen. Das heißt, was dann da steht, ist minus Delta Rs mal T plus Delta Rh. So, warum machen wir das jetzt? Die Gleichung sah doch so schön aus. Ich schreibe euch mal eine Gleichung darunter. So. Was ist das hier für eine Art von Gleichung? Richtig. Das ist eine Geradengleichung. Das ist eine Geradengleichung. Ja, die beschreibt uns einen linearen Zusammenhang zwischen der Größe y und x. So, und jetzt können wir ja mal mit der Gleichung für unsere freie Reaktionsenthalpie vergleichen. Also wir haben zum einen unser y, das entspricht unserer freien Reaktionsenthalpie. Dann haben wir das x. Na, was ist das x in diesem Fall? Wir haben jetzt die Gleichung so umgestellt, dass das x in diesem Fall unsere Temperatur ist. Das heißt, wir sehen den Zusammenhang zwischen der Temperatur und der freien Reaktionsenthalpie. Ne? Letzten Endes die Frage, wie verändert sich das Delta G, wenn ich die Temperatur verändere? Und wenn wir an die Bedeutung vom Delta G denken, aha, unter welchen Bedingungen läuft eine Reaktion spontan ab? Ne? Wie verändert sich das, wenn ich die Temperatur zum Beispiel verdoppele oder verdreifache? Läuft die Reaktion dann eher spontaner ab oder wird die Spontanität der Reaktion gebremst? So, jetzt gucken wir nochmal, ob es hier noch mehr Analogien gibt. Also wir haben hinten den y-Achsenabschnitt und wir haben dafür entsprechend hier unsere Reaktionsenthalpie. Und das, was vor dem x steht, die Steigung, entspricht in diesem Fall dem negativen, ganz wichtig ist noch ein Minuszeichen, der negativen Reaktionsentropie. So, warum macht man die ganzen Käse? Die macht man deswegen, weil man jetzt wunderbar grafisch mal Delta G gegen die Temperatur auftragen kann. Das heißt, wir malen uns ein Diagramm auf die Y-Achse oder auf die Achse nach oben, kommt unser Delta G und nach rechts tragen wir die Temperatur auf. Ja? Das heißt, so wie wir X und Y auftragen würden, machen wir es mit Delta G und mit der Temperatur. So,
Und jetzt können wir verschiedene Fälle betrachten. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Reaktion, bei der ist Delta RH negativ. Das heißt, wir haben eine exotherme Reaktion. Und wir haben den Fall, dass die Reaktionsentropie abnimmt. Das heißt, wir haben Delta RH kleiner als 0 und Delta RS kleiner als 0. Wir haben gesagt, das ist eine Geradengleichung. Das heißt, hier werden wir jetzt irgendwie eine Gerade einzeichnen können, die den Zusammenhang zwischen Delta G und T beschreibt. Jetzt nur die Frage, wie liegt diese Gerade? Also, Delta RH ist kleiner als 0. Kleiner als 0. Delta RH hat die Bedeutung des Achsenabschnitts. So, wenn der Achsenabschnitt kleiner als 0 ist, beginnt die Gerade ungefähr hier. Oder hier. Ja, wir haben jetzt da keine Zahlenwerte eingesetzt, aber auf jeden Fall unterhalb von 0. Das heißt, an dieser Stelle hier lesen wir unser Delta RH ab. Ja, unseren Y-Achsenabschnitt. So, und jetzt müssen wir überlegen. Die Reaktionsentropie soll kleiner als 0 sein, also negativ. Die Steigerung ist gerade das Negative der Reaktionsentropie. Minus mal Minus gibt Plus, das heißt, wir kriegen hier eine positive Steigung. So, und wie liegt eine Gerade mit positiver Steigung, die in diesem Punkt beginnt? Naja, zum Beispiel so. Ja, das heißt, wir sehen, dass Delta G beginnt im Negativen und je größer man die Temperatur macht, desto positiver wird Delta G. So, die Steigung zeichne ich nochmal kurz ein. Das heißt also, wir sehen hier die Steigung und ganz wichtig, die Steigung ist minus Delta RS. So, das heißt, wir sehen, wie sich Delta G mit der Temperatur verändert. Und was war nochmal die Bedingung dafür, dass ein Prozess oder eine Reaktion spontan ablaufen? Richtig, Delta G kleiner als 0. In welchem Bereich hier ist denn jetzt Delta G kleiner als 0? Naja, Delta G hier, kleiner als 0, kleiner als 0, kleiner als 0, kleiner als 0, kleiner als 0. An der Stelle ist Delta G genau gleich 0 und danach ist es positiv. Das heißt also, solange wir unterhalb dieser Grenztemperatur bleiben, ist Delta RG auch kleiner als 0 und unser Prozess läuft spontan und freiwillig ab. Wenn wir die Temperatur weiter erhöhen, wird Delta G irgendwann 0, chemisches Gleichgewicht ist erreicht und danach wird Delta G positiv. Das heißt, in diesem Fall läuft die Reaktion nicht ab. Keine spontane Reaktion. Ja? Das heißt, unsere Reaktion Edukt zu Produkt läuft unterhalb unserer Grenztemperatur spontan ab. Oberhalb der Grenztemperatur läuft sie nicht mehr spontan ab. Und wenn wir ans chemische Gleichgewicht denken, läuft hier sogar bevorzugt die Rückreaktion statt. Und nur an der genau der Grenztemperatur haben wir unser chemisches Gleichgewicht. Das heißt, wenn wir wissen wollen, aha, wo liegt das chemische Gleichgewicht, müssen wir uns nur ausrechnen, wie groß ist Delta RH, wie groß ist Delta RS, bei welcher Temperatur arbeiten wir. Und wir kriegen raus, ob die Reaktion spontan in die Richtung abläuft, die wir haben wollen. So, wir haben ja für dieses Beispiel gewählt, Reaktion ist exotherm, Delta RH kleiner als 0 und die Entropie nimmt auch ab, Delta RS kleiner als 0. Jetzt können wir natürlich auch noch die drei anderen Fälle durchgehen. Delta RH ist größer als 0 und Delta RS ist größer als 0 und so weiter. An dieser Stelle würde ich euch bitten, das Video mal kurz zu pausieren und mal darüber nachzudenken, wie sieht dieses Diagramm aus für den Fall Delta RH größer als 0 und Delta RS kleiner als 0. Habt das? Okay, besprechen wir es mal. Also, wir malen wieder unser Diagramm. Delta G nach oben und T auf der X-Achse. So, Delta RH ist jetzt größer als 0. Die Reaktionsentropie ist größer als 0. Die Reaktionsentropie ist unser Achsenabschnitt. Wenn der Achsenabschnitt größer als 0 ist, beginnt die Gerade oberhalb von 0. Das heißt, Delta RH. So, was gilt für Delta RS? Delta RS ist kleiner als 0, also eine negative Zahl. Mit dem Minuszeichen davor gibt das eine positive Steigung. Das heißt, die Gerade liegt praktisch genauso, wie sie hier lag, nur sie ist jetzt entsprechend nach oben verschoben. Das heißt, zum Beispiel so. Ja. Und an der Stelle hier sehen wir wieder minus Delta RS, unsere, in diesem Fall, positive Steigung. So,
In diesem Fall, was gilt denn jetzt für Delta G? Wann läuft diese Reaktion spontan und freiwillig ab? Das Delta G ist ja immer größer als 0. Ne? Die rote Gerade schneidet niemals die T-Achse. Das heißt, eine solche Reaktion läuft unabhängig von der Temperatur nie freiwillig ab. Ne? Weil wir können hier nicht weiter ins Negative gehen. Das hier ist die absolute Temperaturskala. Hier ist der absolute Nullpunkt. Das heißt, egal wie wir die Temperatur wählen, nach unten können wir nicht mehr. Nach oben, egal wie weit wir gehen, Delta G bleibt immer positiv. Delta G ist immer größer als 0. Das heißt, eine solche Reaktion läuft nie freiwillig ab. Ja? Schlecht, wenn wir diese Reaktion ermöglichen wollen. Dann werden wir das durch Temperaturänderung nicht hinbekommen. Ne? Vielleicht kann man es irgendwie durch Druckänderung oder so dann erzwingen, weil Druck haben wir jetzt ja hier komplett unberücksichtigt gelassen. Aber durch Temperaturänderung kriegt man eine solche Reaktion nicht mehr zum Laufen. Ne? Diese Reaktion ist immer, wenn wir den Fachbegriff zu verwenden, Delta G größer als 0, immer energon. Ne? Energon. Okay, so, wir haben ja noch zwei andere Fälle. Bis jetzt haben wir Delta H, also die Reaktionsenthalpie, kleiner als 0 und größer als 0 gewählt und Entropie war immer, Entropieänderung war immer kleiner als 0. Jetzt machen wir gerade die anderen beiden Fälle. Das heißt, hier haben wir noch den Fall Reaktionsenthalpie kleiner als 0 und Reaktionsentropie größer als 0. Und hier hätten wir entsprechend den anderen Fall Enthalpie größer als 0 und Reaktionsentropie auch größer als 0. So, gucken wir es uns an. Also wir tragen es wieder auf. Zwei Diagramme. Temperatur, freie Reaktionsenthalpie. Temperatur, freie Reaktionsenthalpie. So, die Reaktionsenthalpie ist kleiner als 0. Das heißt, unsere Gerade beginnt wieder im negativen Bereich. Delta RH. Und jetzt ist das Delta RS positiv. So, Delta RS ist positiv. Durch das negative Vorzeichen wird die Steigung negativ. Das heißt, jetzt zeigt die Gerade nicht nach oben rechts, sondern nach unten rechts. Das heißt, wir haben eine negative Steigung und die Gerade verläuft zum Beispiel so. Die Steigung, ich zeichne sie auch hier mal ein. Steigung ist negativ. Das ist die Steigung. So. Was sehen wir denn hier? Das Delta RG ist eigentlich schon bei 0 Kelvin kleiner als 0. Und je größer die Temperatur wird, desto negativer wird Delta RG. Das heißt, je größer wir die Temperatur machen, umso freiwilliger und spontaner läuft die Reaktion ab. Das heißt, diese Reaktion läuft, ja, bezogen auf die Temperatur, immer freiwillig ab. Das heißt, in diesem Fall haben wir immer ein Delta RG kleiner als 0. Ne? Diese Gerade wird nie wieder, weil es ja eine Gerade ist, wird nie wieder irgendwie diese T-Achse schneiden und in den positiven Bereich hüpfen. Das ist immer freiwillig. Ne? Das heißt, wir sehen die beiden Fälle hier. Nie freiwillig, immer freiwillig, abhängig von der Temperatur. Und der letzte Fall, was haben wir da? Naja, wir haben eine Reaktionsenthalpie größer als 0. Reaktionsenthalpie größer als 0 bedeutet, der Achsenabschnitt ist positiv, das heißt, wir liegen irgendwie hier. So, Reaktionsentropie ist größer als 0, selber Fall wie hier, das heißt, auch hier bekommen wir eine negative Steigung. Das heißt, auch hier liegt die, zeigt die Gerade nach unten rechts, liegt also so. Steigungsdreieck einzeichnen, minus Delta RS. So, und wir sehen, das ist jetzt wieder so ein Fall wie hier oben. Wir haben bis zu einer bestimmten Temperatur ein positives Delta G. Das heißt, in diesem Fall hier ist unser Delta RG größer als 0. Das heißt, keine spontane Reaktion. Wenn wir jetzt die Temperatur erhöhen, 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 wird das Delta RG irgendwann 0 und danach ist das Delta RG mit wachsender Temperatur, wird das Delta RG immer negativer. Das heißt, hier haben wir Delta RG kleiner als 0 und wir haben eine spontane Reaktion. Das heißt, die Reaktion ist zu Beginn, um mal diesen Fachbegriff zu verwenden, zu Beginn ist sie energon
Und ab einer Grenztemperatur ist sie exergon. Hier oben ist sie nie, läuft die Reaktion nie freiwillig ab, also die Reaktion ist immer endergon. Hier läuft die Reaktion immer freiwillig ab, das heißt, die Reaktion ist immer exergon. Und den Fall, den wir zuerst hatten, die Reaktion ist zunächst exergon. Und wenn wir die Temperatur zu stark erhöhen, wird die Reaktion endergon. Ja? Das heißt, man sieht schon, Temperaturerhöhung hilft nicht immer. Wenn ich einen solchen Fall habe, negative Reaktionsenthalpie, negative Reaktionsentropie, dann muss ich aufpassen, dass die Temperatur nicht zu groß wird, sonst läuft meine Reaktion irgendwann nicht mehr ab. Umgekehrter Fall unten rechts. Hier bei diesem Reaktionstyp hilft es, die Temperatur zu erhöhen, weil ab einer bestimmten Temperatur wird meine Reaktion auf einmal exergon und läuft bevorzugt in die Richtung ab, die ich auch haben will. Ja? So. Im folgenden Video werden wir uns mal dann ganz konkret eine Aufgabe anschauen, wie rechnet man das Delta RG im Einzelnen aus. Für dieses Video soll es das gewesen sein. Ganz wichtig, die Größe, die uns sagt, ob eine Reaktion spontan und freiwillig abläuft, ist die freie Reaktionsenthalpie Delta G. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.